Märchen auf Ruhrpottisch. Geschrieben von den Gebrüdern Grimm, übersetzt ins Pottische von Michael Göbel. Produziert von Marcy Machine und vorgetragen von Jack Tango. Der Riese und das Schneiderken. Ein Schneiderken, der einen mächtigen Aufschneider, aber ein schlechter Zahler war, weiße, ne? Den kam mit in den Kopf, ein wenig auf Trafitti zu latschen und sich der dreckigen Welt anzusehen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Schrauberklitsche, hör mal. Er latschte seinen Weg über Brückskis und Stech, war mal da, war mal dort, immer fort und fort. Als er nur draußen war, erblickte in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter den himmelken hohen Turm, der aus mächtigen, finstern Wald hervorragte. Kehr, 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 rief er. Was ist der zum Teufel, hör mal? Und weil ihm der Neugier auf den Dietz geschrieben stand, ging er frech drauf los, weiße. Er sperrte aber eine Schnüss und eine Klüsen auf, hör mal. Als er in der Nähe kommen tat, denn der Turm hatte Porripiepen und hüpfte mit dem Satz über den Berg, hör mal. Und es stand mit mal ein mächtiger Riese vor ihm. Was willst du, du Flitzpiepe? Rief der Riese mit einer Stimme, als wenn es donnern würde, weiße. Der olle Schneider wisperte, hör mal, ich will mir nur umschauen tun, ob ich mich ein ganzes Brot hier in der Wald verdienen kann, weiße. Wenn's um die Zeit ist, sagte der Riese, so kannst du bei mich in den Dienst treten, hör mal. Wenn es unbedingt sein muss, warum das nicht? Sagte der Schneiderken. Und weil ich krieg für einen Lohn, hör mal. Wird denn für einen Lohn kriegst? Sagte der Riese. Das sollst du hören tun. Jährlich 365 Tage. Und wenn ein Schaltjährchen ist, noch ein obendrupp. Ist dich das recht? Meinetwegen, sagte das Schneiderken und dachte in sein Köpken, Mann, muss ich ihm strecken nach der Decke. Ich versuch mir bald wieder ein Lot zu machen, ne? Darauf sprach der Riese zu ihm, hör mal, du olle Halunke. Latsch mal zum Brunnen und hol mich mal einen Krug Wasser. Warum nicht gleich den ganzen Brunnen samt Quelle, hör mal? Sagte der Prahlhans und latschte mit dem Krug zum Wasser hin. Wird den ganzen Brunnen samt Quelle? Brummte der Riese, der ein bisschen tollpatschig und albern war, sich in sein Bad und fing an, nur von Bange zu kriegen. Der olle Kerl kann mehr als nur Eppekes braten, hör mal. Kerl, Kerl, hat dem Teufel im Leib. Sei auf der Hut, olle Hans. Das ist kein Lakai für dich. Nee, nee. Als das Schneiderken das Wasser gebracht hatte, befahl ihm der Riese, in den Wald zu huschen und ein paar Mutterklötzkes zu holen. Warum mich lieber in den ganzen Wald auf einen Streich, hör mal? Den ganzen Wald mit Jung und Alt, mit allem, was er hat, mit Klotz und Knatt. Puh, das Schneiderken und latschte in den Wald. Was, den ganzen Wald auf einen Streich, hör mal? Den ganzen Wald mit Jung und Alt, mit allem, was er hat, mit Klotz und Knatt.
um den Brunnen mitsamt der Quelle brummte der Riese. Den Kerl kann mehr als nur Eppiges braten. Hör mal, Kerl, hat dem Deiwe im Leib. Sei auf Hut, oder Hans, das ist kein Lakai für dich. Nee. Wie das Schneiderken den Mutterklotzkes brachte, befahl ihm der Riese, zwei oder drei wilde Schweinekes zu schießen. Warum nicht gleich 1000 auf einen Schuss, Hömmer? Und dich mit dazu? Frug das gewitzte Schneiderken. Was? Rief der Hasenfuß von Riese. Und ihm war mächtig bange. Das wird für heute gut sein, weiße. Und lieg dich erstmal pennen. Der Riese hatte so'n Schiss in der Buchse, dass er die ganze Nacht kein Äugskes zugemacht tat, hör mal. Und er bei sich dachte, wie er den verwunschen Hexmeister von Lakaien von Günsel kriegen sollt. Kommt Zeit, kommt Rat, weiße, dachte der Riese. Am anderen Morgen latschte der Riese und der Schneiderken zu einem Sumpf, der wie die Emscher im Ruhrpott im Sommer immer am Stinken ist, hör mal. Und ringsrum standen mächtig viel Weidenbäumkes weiße. Da sprach der Riese, hör mal, Schneiderken, fläts dich mal da auf eine von den Weinruten. Ich will sehen tun, ob du imstande bist, den ganz runterzubiegen. Schwuppdiwupp saß das Schneiderken obendrauf, hielt dem Atem an und machte sich mächtig schwer, weiße, so dass sich de Gerte niederbuch. Als er aber wieder am Atmen kam, hör mal, da schnellte er, und weil er zum Unglück kein Bügeleisen in den Taschen hatte und zur Freude des Riesens in hohen Bogen durch die Lüfte davon, so dass man ihm nimmer wiedersehen tat. Und wenn er nie runtergefallen ist, hör mal, dann schwebt er immer noch durch die Lüfte um Erde, weiße. Das waren Märchen auf Ruhrpottisch. Geschrieben von den Gebrüdern Grimm, übersetzt ins Pottische von Michael Göbel. Produziert von Marcy Machine. Vorgetragen von Jack Tengo.